Wen wählt das Saarland 2024? Mein Name ist Isabella und ich spreche heute mit Ralf Schmidt und Dr. Caroline Lehberger. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute da seid. Ihr seid die Kandidaten für das Amt des Regionalverbandsdirektors bzw. Regionalverbandsdirektorin. Genau, einmal Ralf Schmidt und Dr. Caroline Lehberger. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob euch jeder von den Zuschauern kennt. Ich würde sagen, vielleicht starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und damit das jetzt nicht ganz so langweilig ist, hätte ich vorgeschlagen, wir machen das mit einer Art Elevator-Pitch. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid mit einem potenziellen Wähler im Fahrstuhl und ihr habt dann, bis ihr an eurem Stock ankommt, Zeit, euch vorzustellen, wer seid ihr, damit einfach der Wähler euch besser kennenlernt. Und ja, dann kann jetzt der Erste starten. Also wer von euch möchte anfangen? Auf los geht's los. Ja, mein Name ist Caroline Lehberger, ich bin 43 Jahre alt. Ich bin von Beruf aus Diplompädagogin, Diplomerziehungswissenschaftlerin und arbeite seit 6 Jahren in der Verwaltung, für deren Führung ich mich hier bewerben möchte. Ich bringe Verwaltungserfahrung mit, ich weiß um die Ziele des Regionalverbands und möchte die voller Kraft angehen. Ja, und freue mich über eure Unterstützung. Perfekt, dann einmal. Ja, mein Name ist Ralf Schmidt, ich bin 53 Jahre und verheiratet, 3 Kinder, meine Frau ist Lehrerin. Ich bin vom Beruf als Architekt, Energieberater, habe verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten, bin kommunalpolitisch aktiv seit 20 Jahren. Und warum will ich mich bewerben? Warum denke ich, bin ich der geeignete Kandidat? Einmal bringe ich viel Berufslebenserfahrung mit, also sowohl im baulichen Bereich, aber auch im ehrenamtlichen Bereich, im kommunalpolitischen Bereich, bin vernetzt. Ich kenne quasi auch alle zukünftigen Kollegen und Kolleginnen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und bringe, glaube ich, genug Ambition, Erfahrung, Kompetenz mit, um auch mal neue Ideen im Regionalverband, der ja groß und viele Mitarbeiter hat, auch diesen dann auch als Verwaltung gut zu führen und voranzubringen. Das wäre mein großes Ziel. Alles klar, dann vielen Dank erstmal für eure kurze Vorstellung. Dann würde ich gerade auch noch eine Frage, eine eher persönlichere Frage stellen, und zwar: Jetzt sind ja Kommunalwahlen und ihr hättet mit Sicherheit auch im Stadtrat, für den Stadtrat kandidieren können. Was reizt euch so an dem Amt des Regionalverbandsdirektors bzw. dem Amt der Regionalverbandsdirektoren? Wie kommt es dazu, dass ihr jetzt dafür kandidiert? Ja, für mich ist es als Beschäftigte und als Führungskraft in der Verwaltung eine schöne Herausforderung. Da ich die Verwaltung kenne, da ich die letzten Jahre auch die Gremienarbeit mit den politischen Gremien sehr gut kenne. Ich bin mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sehr eng vernetzt, auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Volkshochschuldirektorin. Wir haben in allen Umland, Kommunen und Städten Außenstellen und arbeiten sehr intensiv schon bereits zusammen. Und von daher weiß ich eben um die Themen im Regionalverband. Ich kenne auch die Herausforderungen der Zukunft und auch die Gedanken, die auch in den anderen Fachdiensten sozusagen den Tagesplan bestimmen und die Herausforderungen der Zukunft. Ja, ich glaube, der Regionalverband und jetzt auch in dem Fall hier die Verwaltungsspitze oder die führende Person eines tollen Teams oder auch einer Region ist total unterschätzt und auch oftmals nicht in dem Umfang bekannt, was eigentlich dort passiert oder vielleicht was passieren könnte. Wie schon erwähnt, gibt es viele große Aufgaben im sozialen Bereich, im weiterführenden Schulbereich, im Bereich der ehrenamtlichen Aktivität, Wirtschaftsförderung, nachhaltige Entwicklung, also auch Klimaschutz spielt eine große Rolle im Regionalverband. Und ich glaube, vieles, wäre vielleicht nachher eine Frage mal an dich, ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was der Regionalverband alles macht und auch machen könnte. Und was ich in den letzten Monaten, Jahren auch erleben konnte, ist, dass gerade in dieser Verknüpfung Regionalverband als Kreisebene und Kommunen in Verbindung mit den Menschen, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, da steckt noch so viel dazwischen, was, glaube ich, noch gar nicht erkannt oder vielleicht nicht gehoben ist. Und das alles zusammen, ich sage mal, die vielfältigen Aufgaben, die großen Herausforderungen, das, was man alles noch heben kann, das wäre, glaube ich, für mich, auch für uns, glaube ich, eine spannende Aufgabe. Und ich glaube, das ist einfach eine große Ehre, sowas machen zu dürfen und da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wirken zu dürfen. Das reizt ungemein. Alles klar, dann vielen Dank. Dann dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal so ein bisschen ans Inhaltliche. Ihr habt ja jetzt schon anklingen lassen, dass der Regionalverband vor großen Herausforderungen steht. Und da wäre jetzt meine Frage:
Wenn ihr jetzt so ein Problem benennen müsstet, was so wirklich das größte Problem ist, wo ihr wirklich sagt im Regionalverband, das klappt wirklich noch gar nicht und das ist auch sowas, das will ich direkt angehen. Was für ein Problem wäre das? Vielleicht. Ich fange jetzt mal an, gerne. Also ich weiß nicht, ob man von dem einen Problem reden will oder sollte, weil ich glaube, es gibt nicht das eine Problem. Ich glaube, insgesamt beim Haushalt, wenn man sich mal monetär den Regionalverband anschaut, was ja auch aus Sicht der Kommunen oftmals das Problem, Anführungszeichen, ist eben, wir haben ein Budget von 680 Millionen Euro Jahresetat und davon sind knapp 300 Millionen Euro Umlage. Das heißt, das müssen die Kommunen quasi ausgleichen, was dem Regionalverband für seine Tätigkeiten dann am Ende des Jahres fehlt. Und das ist natürlich eine Belastung im sozialen Ausgleich sinnvollerweise zwischen Kommunen und Kreis, aber eine Belastung für die Kommunen. Und das ist sicherlich ein Problem, was die finanzielle Ausstattung betrifft, des Regionalverbands, seiner Tätigkeiten und der Belastung damit, was die Kommunen betrifft. Ich sehe aber nicht nur das Monetäre, weil ich glaube, die Chance liegt auch darin, einerseits, ich sag mal, mehr für die Kommunen mit für die Menschen auch zu tun und das irgendwo zu regeln zwischen, wie können wir die Belastungen reduzieren. Das ist nämlich eine Frage, da werden wir uns auch stark machen müssen, dann oder je nachdem, wer gewählt wird, für wir brauchen auch mehr Geld vom Bund und Land, damit eben diese Aufgaben auch nicht nur zulasten der Kommunen gehen. Und die andere Herausforderung ist, wie halten wir die Gesellschaft zusammen, dass neben den vielen Tätigkeiten, ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ja schon viel Aufgaben übernehmen, sonst wären die Kosten noch viel höher. Und das bei einer älter werdenden Gesellschaft, mehr Pflegekosten. Also ich sehe schon die Herausforderung, die Problematik steigende Kosten. Und wie können wir dem mit einem mehr Miteinander zwischen allen Akteuren im Regionalverband entgegenwirken? Und das wäre, glaube ich, die Hauptherausforderung auch für den Direktor, Direktorin, sondern wie schaffen wir das, dass wir hier eben nicht eine stark steigende Kostenentwicklung, ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft haben, sondern wir führen mehr zusammen und schaffen damit sogar auch Kostenreduktion, gerade zum Beispiel in Betreuung älterer Menschen in ihrer Umgebung. Ja, Sie hatten gefragt nach den Zielen, was man sich vornimmt. Das sind natürlich durch die Vielzahl der Aufgaben des Regionalverbands ganz viele Ziele zu nennen. Ich möchte mal ein paar herausgreifen. Das Thema Kita beschäftigt mich als junge Mutter natürlich sehr. Wir hatten als Riegelsbergerinnen und Riegelsberger das Glück, dass wir von Anfang an unsere Kinder in einer guten Kita hatten. Aber nicht alle Menschen kommen in so eine komfortable Situation. Und gerade in Saarbrücken, in manchen Stadtgebieten, haben wir da wirklich noch sehr großen Aufholbedarf. Und das ist eines meiner größten Ziele, dass jedes Kind einen Betreuungsplatz erhält, sei es in einer Kita oder auch in einer Großtagespflegestelle oder bei der Tagespflege. Und hier sind durch die vielen verschiedenen politischen Ebenen, die bei dem Thema eben gefragt sind, noch dicke Bretter zu bohren, dass wir hier mehr Tempo auf die Straße bekommen bei dem Thema Betreuung, bei dem Thema Ausbildung von Fachkräften. Weil wir können noch so große Kitas bauen, wenn wir nicht das Personal haben, das darin arbeitet, hilft uns da auch kein Neubau etwas. Von daher ist das eins der Zukunftsthemen, die auch viele Familien sehr belasten und die auch dazu führen, dass Frauen nicht in Vollzeit nochmal zurück in den Beruf gehen oder dass sie überhaupt in den Beruf zurückgehen. Und das hat auch ganz weitgreifende Auswirkungen bis zu dem Thema Rente und so weiter. Also ich glaube, dass das ein Thema, was viele Familien und auch alle Angehörigen sehr umtreibt, weil sich das ja auch fortsetzt bis zur Oma und dem Opa, die laufend einspringen müssen oder die eben doch stärker gefordert werden. Das führt dann das Thema Bildung weiter zu dem Thema Schulen. Wir haben im Regionalverband, sind wir der größte kommunale Schulträger mit über 70 Schulen an über 50 Standorten. Und hier sind auch Investitionen gefordert, wenn es gerade um das Thema Ganztag geht. Wir brauchen mehr Platz für die Schule von morgen, mehr Platz für Sozialarbeit, Inklusion und Differenzierung für die Schule von morgen, die auch spezielle Räume vorhalten muss, weil sich Schule einfach sehr verändert hat. Und mein Augenmerk wird hier auch im Besonderen auf die beruflichen Schulen gelegt werden, weil ich hier auch sehe, wir haben hier einen riesen Fachkräftebedarf. Die Berufe in der dualen Berufsausbildung sind leider nicht mehr so attraktiv. Und das gibt immer zwei Seiten der Medaille. Zum einen die betriebliche Realität, aber auch die Realität an den Berufsschulen. Und wir brauchen hier modern ausgestattete Berufsschulen, die auf höchstem Niveau ausbilden. Und da haben wir auch eine große
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung als Regionalverband für dieses Augenmerk auf berufliche Schulen. Ein drittes Thema ist das Thema soziale Hilfen, Soziales im Allgemeinen. 2/3 der Gesamtausgaben unseres 666 Millionen Haushaltes gehen in die Bereiche Jugend, Soziales. Und hier müssen wir, denke ich, auf der einen Seite die Verwaltung stark machen für die Zukunft, dass sie der Fülle an Aufgaben gerecht wird, die gerade im Zuge einer Gesellschaft, die vor großen Herausforderungen steht, Stichwort Energiekrise, Stichwort Wohnungsmangel, fit gemacht werden muss, um einfach auch die Fülle an Fallzahlen in Zukunft auch adäquat bearbeiten zu können. Wir hatten gerade im Bereich der Wohngeldanträge fast eine Verdreifachung der Fallzahlen. Das ist die eine Seite der Medaille, dass wir die Verwaltung stark machen müssen für die Zukunft. Und auf der anderen Seite müssen wir die Ursachen bekämpfen. Die Ursachen, die überhaupt dazu führen, dass Menschen Grundsicherung im Alter, Hilfen zur Pflege und so weiter beantragen müssen. Und hier haben wir ja auch Erfahrungen in der Verwaltung, dass die Spirale, die zu schneller Pflegebedürftigkeit führt, zu schneller Altersarmut, oft schon damit anfängt, dass Menschen einsam sind, sich einseitig ernähren, mangelhaft ernähren, einsam sind und eben den sozialen Kontakt nicht haben. Und hier sind wir auch als Regionalverband gefordert, präventive Ansätze zu schaffen, damit Menschen eben in Kontakt kommen, dass Menschen besucht werden, dass Menschen auch durch das Ehrenamt gestärkt werden, durch ehrenamtliche Unterstützung. Und hier möchte ich auch einen Schwerpunkt der Arbeit darauf legen, diese präventiven Maßnahmen, die wir auch schon durchaus sehr erfolgreich praktizieren, dass wir die verstärken. Alles klar. Dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Themengebiete, die zum Teil auch jetzt schon angesprochen wurden, ein bisschen genauer ein. Da würde ich zum einen, Ralf hat eben das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und im Zuge dessen auch das Ehrenamt angesprochen. Und da dann erstmal zunächst eine persönliche Frage. Und zwar, seid ihr ehrenamtlich aktiv und vielleicht sind euch da schon irgendwelche, gab es da irgendwelche Sachen, die euch geärgert habt, wo ihr euch vielleicht auch dann mehr Unterstützung mal vom Regionalverband gewünscht hättet? Vielleicht fängt Ralf gerade an, weil er das Thema so ein bisschen eingeleitet hat. Ja, gerne. Es gibt verschiedene ehrenamtliche Aktivitäten. Zum einen, wenn ich das Kommunalpolitische betrachte, ist ja das Kommunalpolitik, ob Orts- oder Gemeinderat, ja auch ein Ehrenamt. Und das ist ja auch ein Thema, was ich auch schon seit 20 Jahren begleiten darf. Einerseits, also man kennt quasi die Seite der Mandatsträger und derjenigen, die auch später in der Regionalversammlung dann mit Mehrheiten auch die Entschlüsse und Entscheidungen treffen. Natürlich auf Vorlage der Verwaltung und idealerweise auch initiiert und getrieben durch eine Verwaltungsspitze, Direktor, Direktorin. Also das ist ein Thema für mich seit vielen Jahren, sich quasi für den Ort, für die Gemeinde ehrenamtlich zu engagieren, kommunalpolitisch. Zum anderen das Thema Vereinsarbeit. Also ich war viele Jahre Vorsitzender eines Sportvereins oder auch Trainer, Übungsleiter im Sportverein, Badmintonverein war das gewesen. Da bin ich jetzt nur noch Mitglied. Und zum anderen bin ich seit vielen Jahren in einem Energieberaterverband, also war ich Gründungsmitglied und seit über 20 Jahren bin ich dabei und Vorsitzender des Landesverbandes der Gebäudeenergieberater. Also ich bin sowohl verbandsseitig quasi ehrenamtlich aktiv, als ich auch im klassischen Verein unterwegs bin. Also von daher kennt man quasi alle Seiten dessen, was Ehrenamt betrifft. Aber das ist jetzt quasi die persönliche Sicht. Und was ich eben angesprochen habe, ist, es gibt ja unendlich viel ehrenamtliches Engagement, gerade im Regionalverband, im Kleinen wie im Großen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was du angesprochen hast. Wie weit kennt man das aus persönlicher Sicht? Ich kenne das beispielsweise auch bei den Kirchen. Da bin ich auch ehrenamtlich Synodalbeauftragter für Umwelt. Also man hat quasi in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens auch ehrenamtliche Kontakte. Und dieses Netzwerk ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur für mich, für uns, sondern auch zu sagen, okay, das treibt ja ganz viel um. Gestern war ich noch bei der Jahreshauptversammlung von der Freiwilligen Feuerwehr. Ist ja auch ein wichtiger Bestandteil unserer Hilfsorganisationen. Und das im Blick zu haben, zu schauen, wie können wir das einerseits wertschätzen, wie können wir das wirklich ideell wie auch finanziell wertschätzen, ist ja ein aktuelles Thema auch bei der Feuerwehr, Feuerwehrrente etc. Also wie können wir das voranbringen und andererseits auch wirklich dieses Ehrenamt so fördern, dass man auch weiterhin, ich weiß nicht, wie weit du ehrenamtlich aktiv bist, sagt, ich bringe mich doch gerne ein, ich bringe mich auch gerne stärker ein, ob jetzt, ich sag mal, im Bildungsbereich, im Vereinswesen, was ja auch dazu beiträgt,
dass man auch die Probleme, mit denen der Regionalverband ja teilweise später auch konfrontiert bzw. umgehen muss, auch dann ein Stück weit reduziert wird. Also Vereinsarbeit, Ehrenamt ist, glaube ich, einerseits eine große Verbindung, was unsere Gesellschaft zusammenhält, andererseits auch eine große Möglichkeit, du hast eben das Stichwort angefangen, um präventiv vieles, was vielleicht dann später zu Folgeproblemen oder auch Kosten, Herausforderungen führt, schon zu vermeiden. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir Ehrenamt noch mal stärker in den Fokus nehmen und auch viel stärker fördern, aber auch wertschätzen. Also ich bin eigentlich schon seit meiner frühesten Jugend ehrenamtlich aktiv. Ich war sehr aktiv in der katholischen Kirche. Ich war im Dekanat Püttlingen, so hieß es damals, war ich Jugendsprecherin, war lange Zeit Messdienerin und war auch immer Betreuerin bei Kinderfreizeiten. Dann habe ich in Dortmund studiert und bin dort in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit reingekommen. Erst bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, und dann über diese Schiene zur IG Metall, für die ich ja später auch hauptamtlich gearbeitet habe. Ich war also in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit immer schon sehr aktiv im ehrenamtlichen Bereich und auch bei der IG Metall Völklingen im Angestelltenausschuss. In meinem Heimatort Riegelsberg bin ich seit vielen Jahren im Verein für Industrie, Kultur und Geschichte Köllertal, also unser Heimatverein, und bin dort auch seit vielen Jahren Vorsitzende. Und wir haben im letzten Jahr auch den Saarländischen Heimatpreis gewonnen. Da bin ich besonders stolz drauf, für unsere tolle Arbeit und vor allem auch für unsere generationenübergreifende Arbeit. Wir bieten nämlich gerade, um das Thema Nachwuchsgewinnung immer wieder auch mit Themen zu besetzen, Workshops an bei uns in der Heimatstube zum Erfahrbarmachen von Heimatkultur. Ja, was ist ein Butterfass? Wie hat man früher Sauerkraut gemacht? Also solche Dinge, wo auch Familien mitmachen können und auch in unserer Heimatstube die Dinge anfassen können, sich Geschichten erzählen mit verschiedenen Generationen. Das ist mein Ansatzpunkt und der hat sich eben sehr bewährt und wir sind da auch ein ganz tolles Team. Darüber hinaus bin ich auch in der SPD Riegelsberg schon, ja, mittlerweile fast schon 10 Jahre Pressesprecherin im Vorstand und bin stellvertretende Kreisvorsitzende von der SPD Saarbrücken-Land, von unserem Kreisverband. Von daher eben auch in den kommunalpolitischen Themen im ganzen Regionalverband sehr, ja, eng verwurzelt und ja, sodass mein Ehrenamt und meine Erfahrungen im Ehrenamt mir auch sehr dabei helfen, durch meine Kontakte und die Erfahrungen auch die zukünftigen Aufgaben zu bewältigen. Dann vielleicht da noch mal eine Frage an euch. Jetzt würde ich trotzdem gerne noch wissen, wenn ihr jetzt so eine Sache sagen könnt, die bei euch ganz oben steht, die ihr Ehrenamtlichen auf jeden Fall gerne ermöglichen wollt, wenn ihr dann Regionalverbandsdirektor oder Regionalverbandsdirektorin seid. Was wäre das? Also so eine Sache, wo ihr sagt, okay, da würde ich schon einen Fokus drauf legen, das würde ich gern Ehrenamtlichen ermöglichen. Also wir haben im Regionalverband ja unsere Ehrenamtsbörse. Die wird wirklich hervorragend geleitet von dem Kollegen Sold. Und diese Ehrenamtsbörse bietet ganz viel Weiterbildung und ganz viele Vorträge zum Thema Vereinsrecht. Das sind jetzt recht trockene Themen, aber durchaus wichtig, bis hin zu Weiterbildungen in sozialen Kompetenzen, was die Vereinsführung betrifft, auch wie man Nachwuchs gewinnt. Und diese hervorragende Arbeit möchte ich gerne ausbauen, weil ich glaube, das Ehrenamt, ohne das ehrenamtliche Engagement, werden wir die Herausforderungen der Zukunft nicht meistern. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir müssen gucken, dass wir auch für diese Generationen, denen wir unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität zu verdanken haben, das ist im Übrigen auch ein Leitmotiv meiner Arbeit, dass wir für diese Generationen da sind. Und da müssen wir das Ehrenamt stärken in seinen Kompetenzen. Und hier lege ich den Blick ganz eindeutig auf Weiterbildung, auf die Möglichkeit, ganz viel Weiterbildung auch für Vereinsvorstände anzubieten zu Themen, die Sie auch interessieren, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Und da bietet die Ehrenamtsbörse eine hervorragende Möglichkeit. Und im Übrigen auch Ihre Stiftung, die Unionsstiftung, hat auch hier einen, wie ich finde, gesellschaftlich sehr relevanten und verantwortlichen Schwerpunkt gesetzt in ihrer Arbeit mit der Vereinsbroschüre. Das ist auch etwas, da denke ich, können wir auch in Zukunft Synergieeffekte nutzen. Ja, dann vielleicht auch hier nochmal die Frage. Ja, ich will es vielleicht ein bisschen differenzieren. Einmal sozusagen auf das Thema Person. Wir treten ja an für die Verwaltungsspitze, Direktor oder Direktorin. Und ich glaube, da ist es auch für uns, in dem Fall für mich auf jeden Fall, eine Hauptaufgabe. Ich würde gern der Botschafter für die Ehrenamtlichen im Regionalverband sein. Das heißt,
ob jetzt Betroffenheit, Zuständigkeit hin oder her. Ich glaube, es ist einfach die Frage, wie weit sagt man, ich bin der Botschafter für alle ehrenamtlich Tätigen hier in der Region. Was verbindet man damit? Einerseits, wie angesprochen, es gibt gutes Angebot, es gibt auch gute Möglichkeiten, über die Ehrenamtsbörse quasi sich auszutauschen. Aber ich glaube, das muss man auch auf ein anderes Niveau nochmal bringen, im Sinne von, wie bringt man die verschiedenen Akteure zusammen? Als Beispiel Wirtschaftsakteure. Wir haben eine Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V. Da sind 136 Unternehmen drin, die sich ehrenamtlich quasi für den Regionalverband engagieren. Und wie schafft man es vielleicht, den einen oder anderen ehrenamtlichen Verein, Sportverein oder Initiative, die vielleicht für Obdachlose oder für ältere Menschen, Netzwerk, Nachbarschaft etc. sich engagieren, auch hier zusammenzubringen. Weil ich glaube, wenn man das mehr vernetzt, mehr, sagen wir, initiiert, auch vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal, anschubst, dann ergeben sich daraus auch nochmal Synergien vor Ort, die, glaube ich, sowohl dem Ehrenamt dienen, den Personen vor Ort dienen, die das machen, als auch, glaube ich, ein gutes Betätigungsfeld sind für die Wirtschaftsunternehmen. Und vielleicht nur ein Aspekt, der, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz wichtig ist, hervorzuheben, ist, wie schaffen wir es denn wirklich auch, Ehrenamt vielleicht so zu denken, der Begriff ist eben gefallen, nochmal zu unterstreichen, dass auch ehrenamtlich Sportvereine zum Beispiel präventiv mehr tätig sein können und das präventive Tun auch irgendwo mehr auch finanziell wertgeschätzt wird. Weil das wäre ein neuer Aspekt zu sagen, wie gehen wir vielleicht mal pilothaft daran, zu sagen, wenn ein Verein sich da engagiert und sagt, ich mache was im Bereich Senioren, ältere Menschen oder auch Jugendliche und kriegt vielleicht dafür auch mehr an Geld, an Zuschuss, als üblich oder möglich ist im Rahmen der freiwilligen Ausgaben, weil es am Ende des Tages auch dann uns bei der Intervention, bei den Kosten dann wiederum etwas spart oder erspart. Das wären so Pilotprojekte, die würde ich gerne mal anstoßen und da willige Vereinsinteressierte suchen, ehrenamtlich sagen, komm, mach mal mit, wir probieren mal was Neues aus. Alles klar. Dann erstmal vielen Dank für eure Anstöße und auch Ideen für das Ehrenamt. Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Genau, dann eben wurde noch der Punkt Bildung und gerade auch Kita angesprochen. Ich meine, der Personalmangel, du hast es schon angesprochen, ist auf jeden Fall ein extremes Problem, wovon viele junge Familien betroffen sind. Und da wäre jetzt nochmal vielleicht ein bisschen konkreter meine Frage, was sind da jetzt wirklich die Ideen, um auch was gegen den Personalmangel zu machen. Also wie kriegt man es zum Beispiel hin, dass der Beruf eines Erziehers vielleicht auch einfach nochmal attraktiver gemacht wird? Weil ich sage mal so, es bringt uns auch nichts, wenn wir neue Kitas bauen und schöne Gebäude haben, aber am Ende niemand da ist, der dann auf die Kinder betreuen kann. Deswegen wäre das jetzt vielleicht auch noch meine Frage an euch. Wir haben ja am Regionalverband hier schon ganz tolle Beispiele. Zum Beispiel am SBBZ. Wir sagen umgangssprachlich immer Schmollerschule, zumindest ist das in meiner Jugend immer noch so im Begriff, haben wir die praxisorientierte Erzieherin- und Erzieherausbildung. Da gibt es hervorragende Erfahrungen damit. Das bedeutet, dass wir die Zielgruppe der jungen Menschen, die sich in der beruflichen Vorbereitungsphase befinden, früher hat man BVJ, BGJ dazu gesagt, heute sind das die Orientierungsjahre, dass man versucht, hier frühzeitig überwiegend Frauen an dieser Schule, junge Frauen für diesen Beruf zu begeistern, dass wir diese zwei kostbaren Jahre, wo sich entscheidet, wo der berufliche, die Perspektive hingeht oder ob überhaupt eine berufliche Perspektive besteht, dass man da so ein bisschen den Funken setzt und Talente hebt. Und hier sehe ich gerade auch noch mal für die beruflichen Schulen große Herausforderungen und auch gleichzeitig große Chancen, diese Zielgruppe für den Beruf zu begeistern. Und hier machen sich die Schulleitungen und auch die Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch auf innovative Wege, den Funken zu wecken, eben mit dieser praxisorientierten Ausbildung, die in Kooperation mit einer Kita vor Ort erfolgt, wo die jungen Menschen schon so sehr nah in das Berufsbild reinschnuppern können. Das wäre eine Möglichkeit, um einfach auch für den Beruf zu werben. Das Zweite ist der Ausbau, die Stärkung der Träger der Tagespflegestellen, für die Tagespflege, dass wir hier auch dafür werben, ja, und dass wir auch den Aspekt der Großtagespflegestellen nicht aus den Augen verlieren. Da haben wir gerade im Tiersheet einen privaten Anbieter, der da was Großes aufzieht und wo man auch innovative Möglichkeiten hat, sage ich mal, jenseits der 5-Tage-Woche, wo das Kind dann in der Kita ist und dann zum Beispiel sagt, für meine persönliche Lebenssituation reichen mir auch 3 Vormittage,
Den Rest bekomme ich selber abgedeckt oder meine berufliche Situation lässt es zu, dass mein Mann und ich uns dann, oder mein Partner und ich, uns die Erziehungszeit dann eben zu Hause so aufteilen. Und dann kann man auch bestimmte Zeiten dort belegen. Ja? Und diese Flexibilität, die finde ich sehr charmant, auch in diesem Modell. Und ich glaube, sowas ist auch ein Modell der Zukunft. Ja, es wurden jetzt ja viele, ich sag mal, Möglichkeiten angesprochen, was die Ausbildung oder die Weiterbildung betrifft, richtigerweise. Ich glaube, was wichtig ist, neben dem, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen sollten, auch natürlich müssen wir auch die Infrastruktur schaffen. Also natürlich brauchen wir sowohl, ich sag mal, diejenigen, die unsere Kinder betreuen, als auch entsprechende Angebote räumlicher Art. Aber was jetzt, glaube ich, die Attraktivität auch gerade dieser Angebote betrifft und auch die Möglichkeiten, wie finden wir diese Erzieherinnen und Erzieher? Also mein Sohn ist jetzt, der Jüngste ist jetzt gerade auch aus dem Kindergarten raus. Wir hatten auch jetzt 20 Jahre und wir hatten das Glück, auch immer sehr engagierte Erzieherinnen und Erzieher zu haben. Aber ich merke auch schon, neben dem monetären Aspekt, auch wie machen wir auch quasi diesen ganzen Beruf attraktiver? Wie machen wir auch ein Stück weit uns als diejenigen, die Träger sind dieser Einrichtungen, übertragenen Sinne, sowohl die Einrichtungen, Kita, GmbH etc. andere oder auch die Kommunen selbst, wie machen wir uns attraktiver? Also wie werden wir zu attraktiven Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, dass wir sagen, wie schaffen wir es, dass es einfach schön ist, auch in diesem Beruf zu arbeiten, aber auch für diesen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir auch als Regionalverband nochmal einen Fokus drauf legen müssen. Wie schaffen wir das einfach, ich sage mal, den Beruf, aber auch, wo ist man quasi tätig, hervorzuheben? Weil wir haben einen Konkurrenzkampf um Fachkräfte. Das heißt, ob man jetzt im Saar-Pfalz-Kreis arbeiten will oder vielleicht im Landkreis Saarlouis, da konkurrieren wir als Regionalverband ja auch dagegen. Ich glaube, da müssen wir als Regionalverband es auch schaffen, dass eben bei uns durch gute Angebote, durch attraktive Standorte, durch gute Arbeitszeitmodelle wir es schaffen, dass eben auch gerade die Erzieherinnen und Erzieher bei uns im Regionalverband arbeiten, damit wir entsprechend besseres Angebot auch haben als vielleicht woanders. Genau, es wurde ja auch schon so ein bisschen angeklungen. Natürlich ist auch jetzt nicht unbedingt überall es so, dass es auch ausreichend Kindergartenplätze gibt, beziehungsweise ausreichend Einrichtungen auch, ist ja auch ein Problem. Und da wäre jetzt auch mal eine Frage, wie ihr das mit den Trägern, wie ihr auch die Zusammenarbeit mit den Trägern gestalten möchtet. Also klar, es gibt auch kommunale Träger, aber es gibt ja auch weitaus mehr Träger. Und was sind da eure konkreten Vorstellungen? Wollt ihr vielleicht auch eher auf kommunale Träger setzen oder wollt ihr eine Bandbreite an verschiedenen Trägern haben? Wie stellt ihr euch das zukünftig, vielleicht auch für zukünftige Einrichtungen eher vor? Also ich denke, das wird die Trägerlandschaft in erster Linie mal alleine entscheiden. Und wir haben das ja schon bei der katholischen Kirche leider leidvoll erfahren müssen, dass die sich aus der Verantwortung der frühkindlichen Bildung ein Stück weit auch zurückgezogen hat, was wir auch durchaus kritisch sehen und auch ich kritisch sehe. Hier wäre natürlich ein intensiver Dialog erstmal nochmal erforderlich, ja? Dass man guckt, wo sind kirchliche Träger, die vielleicht nochmal durch Unterstützung finanzieller Art nochmal animiert werden können, entsprechende räumliche Voraussetzungen zu schaffen, um nochmal einen Betrieb aufzunehmen, weil es gibt ja durchaus auch nachvollziehbare Gründe, warum sich gerade die katholische Kirche aus der frühkindlichen Bildung ein Stück weit zurückgezogen hat. Das hat auch schlicht etwas damit zu tun, dass die Kirchensteuer Einnahmen zurückgehen. Also hier denke ich, ist in erster Linie mal eine behutsame Kommunikation erforderlich mit den Trägern und natürlich auch mit den Städten und Kommunen. Zum Beispiel Püttlingen hat die Kita-Struktur, es ist eine städtische Kita-Struktur. Ja, da könnte man natürlich auch nochmal überlegen, wie können wir hier auch als Regionalverband gerade am Beispiel von Püttlingen, nur um ein Beispiel rauszugreifen, finanziell unterstützen. Die Finanzierung ist ja immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Von daher hat der Regionalverband da durchaus auch Gestaltungsspielraum. Aber hier müssen wir uns auch ehrlich machen, Städte wie Friedrichsthal als Haushaltsnotlagekommune werden selbst den Ein-Drittel-Anteil nur mit den größten Herausforderungen mit Blick auf ihren Haushalt bewältigen können. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Umlage. Das ist ja schon zu Beginn unseres Interviews angesprochen worden. Es ist oft ein Kreislauf, wo sich die Katze dann in den Schwanz beißt. Ne? Dann auch an dich die Frage. Ja, die Frage war nach der Trägerschaft. Also ich glaube, es braucht noch eine viel größere Vielfalt. Natürlich muss man schauen, wer ist jetzt in der Lage, wer ist willig, wer muss auch wie vielleicht nochmal motiviert, unterstützt werden, sowohl finanziell
als auch durch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wenn ich mir jetzt hier auf der anderen Seite auch die Kommunen anschaue, die ja entweder Träger oder auch die Kirchengemeinden, auch im evangelischen Bereich gibt es ja auch viele Träger der Gebäude. Man tut sich ja generell schwer, ich sag mal, Gebäude auch einerseits zu unterhalten, was jetzt die Gebäude oder auch zu errichten. Also ich glaube, diese beiden Bereiche, wie können wir das, was den Betrieb betrifft, attraktiver, proaktiver gestalten, auch finanziell unterstützen. Aber wir müssen auch in dem Bereich, wie schaffen wir diese, wie unterhalten wir, wie erhalten wir auch diese Räumlichkeiten oder wie schaffen wir auch attraktive Räumlichkeiten. Ich glaube, da hat der Regionalverband auch eine große Rolle, zu sagen, wir müssen da auch gemeinsamer denken, vielleicht auch, nennen wir mal ein Stichwort, serieller denken, weil es werden jetzt so viele Kitas gebaut, es werden jetzt so viele neue oder saniert, wo ich sage, da müssen wir auch, glaube ich, überlegen, wie wir auch dort die Kompetenzen, weil das ist ja auch ein Problem, gerade der kirchlichen Träger beispielsweise, die haben ja gar nicht die Ressourcen, auch diese Gebäude vielleicht angemessen zu unterhalten, neu zu bauen, sowohl personell wie finanziell. Und da kommen, glaube ich, viele Probleme zusammen. Und ich glaube, wenn der Regionalverband da aktiv reingeht, mit Kompetenz, mit finanziellen Mitteln mehr unterstützt, dann schaffen wir es auch schneller, mehr attraktive Angebote zu schaffen, weil ich glaube, da sind wir uns beide absolut einig, dieses mehr und schnell und gutes Angebot werden wir in den nächsten Jahren deutlich mehr brauchen, was auch für den schulischen Bereich gilt, weil ich sage mal, das Thema Grundschulen, nicht direkt Zuständigkeit des Regionalverbands, aber auch das wird ein Thema sein, wo wir drüber reden müssen. Auch dort, wie schaffen wir es dort? Auch die Angebote, sowohl was entsprechende Lehrerinnen und Lehrer betrifft, im Dialog, aber auch das entsprechende Raumangebot zu schaffen. Ich glaube, da müssen wir sehr viel aktiver im Regionalverband rangehen, weil ich glaube, das sind zwei Riesenaufgabengebiete, die nur mit viel Engagement so bewerkstelligt werden können, dass wir wirklich den Bedarf und die Qualität, die es braucht, auch annähernd decken können. Alles klar, dann würde ich sagen, verlassen wir mal so ein bisschen das Themengebiet der Bildung und gehen zu einem weiteren, ich denke, sehr wichtigen Thema, und zwar zu dem Thema Wirtschaft. Und da wäre erstmal so ein bisschen meine Frage. Und zwar würde es mich jetzt freuen, wenn jeder von euch mal zwei Unternehmen nennt, vielleicht gerade abwechselnd, die ihr hier im Regionalverband besonders toll findet. Also einfach mal so jetzt so aus dem Bauch heraus, so vielleicht, wo ihr im Wahlkampf schon wart, die ihr kennengelernt habt, wo ihr sagt, boah, das ist irgendwie ein innovatives Unternehmen oder traditionsreiches Unternehmen, was auch immer. Jeder, genau, jeder mal zwei, und mir ist auch egal, wer anfängt. Genau. Ja, also ZF Getriebe. Dazu habe ich immer schon einen sehr engen Bezug, weil ich in Semesterferien dort über Jahre hinweg immer in Wechselschicht gearbeitet habe und mir da mein Geld verdient habe für mein Studium, und habe auch später über die IG Metall dort auch immer noch sehr gute Kontakte, weil ich dort auch im Rahmen meines Trainee-Programms beim IG Metall-Vorstand auch einen Einsatz hatte bei dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schuler, auch ein Riegelsberger übrigens. Ja, nenne ich mal IANEO Solutions. Zum einen ein hervorragendes Unternehmen, weil sie sich sehr stark um Fachkräfte kümmern und sehr interessante Modelle haben. Und zum anderen ist auch deren Chef einer, der sich in der Wirtschaftsregion Saarbrücken als Vorsitzender in dem Fall auch engagiert. Also der verknüpft quasi erfolgreiches Business-Geschäftsmodell mit interessanten Mitarbeitermodellen und trotzdem Engagement hier im Regionalverband, auch in dem ehrenamtlichen Verein. Mhm. Ja, ein zweites Unternehmen, was mir so spontan einfällt, ist ein ganz tolles Restaurant, also ein Gastronomiebetrieb Indochine in Saarbrücken. Das ist da, wo früher Roma war, wo ich jeden Morgen mit der Saarbahn vorbeifahre. Das ist ein Unternehmen, das geführt wird von einer Familie, die hier nach Deutschland gekommen ist vor vielen Jahren und sich alles selber aufgebaut hat. Und deren Kinder mittlerweile auch schon in der ganzen Welt wohnen. Die haben alle Abitur gemacht, studiert und ihren Weg gemacht. Und was mir besonders gefällt, die bilden auch junge Menschen aus, die kaum Deutsch sprechen, viele Geflüchtete. Und ich habe letzte Woche erst in der Lehrküche im TGBBZ Mügelsberg durch Zufall den Auszubildenden, der dort gerade eine Ausbildung macht, wieder getroffen, als ich dort zu Besuch war, der sich auch noch an mich erinnern konnte, weil ich ein paar Wochen vorher dort war, und der eben auch Deutsch lernt und die Ausbildung dort macht, und diese gesellschaftliche Verantwortung auch auszubilden und auf, gerade mit dem Hintergrund dieser Fluchterfahrung und dieses Integrationswillens, das finde ich einfach vorbildlich.
Und das zeigt mir auch nochmal, dass Saarbrücken und auch unsere Region, ja auch gerade was die Gastronomie betrifft, eben nicht nur eine kulinarische Vielfalt bietet, sondern auch eben durch die Ausbildung und durch gute Arbeitgeber auch einen guten Teil der Wirtschaftskraft auch hier im Regionalverband stützt. Ja, vielleicht noch Wollmaschinenbau, einfach mal auch wichtig zu betonen, neben der vielen Diskussion, die wir auch auf Landesebene haben, um Industrie, einfach mal den Mittelstand und gerade hier die Familienunternehmen nochmal zu nennen, weil ich glaube, da steckt enorm viel einerseits Engagement und Leidenschaft auch für diese Region, auch wenn die Standortbedingungen vielleicht mal nicht optimal sind, aber man ist quasi hier in der Region verwurzelt. Das ist, glaube ich, wichtig, auch das nochmal stärker auch zu fördern, weil sonst sind die Diskussionen Standortfaktor, Energiekosten, Personalkosten oftmals nur geldgetrieben, über Wirtschaftsstandorte zu reden. Das finde ich dann schade. Und ich glaube, gerade bei den kleinen, mittleren Unternehmen, bei den Familienunternehmen ist das eben nicht der Fall. Die müssen natürlich kalkulieren und wirtschaftlich agieren, aber haben so eine starke Verwurzeltheit in der Region. Und zum anderen steckt auch viel Innovationskraft drin, also gerade mit dieser Firma, wo auch dann die ganze Familie und auch wirklich neue Produkte entwickelt, weltweit agiert, wo man gar nicht so wahrnimmt, ist für mich da so ein bisschen im Unternehmensbereich so ein bisschen symbolisch auch für den Regionalverband. Man unterschätzt das total, was hier an Wirtschaftskraft, an Innovationskraft, an Wertschöpfung passiert, gerade hier im Regionalverband. 40% der Wirtschaftskraft im Saarland passiert ja im Regionalverband, im Großen wie vor allen Dingen im Kleinen. 80% sind kleine, mittlere Unternehmen, die dann diese Wirtschaftskraft erbringen. Und ich sag mal, das ist, glaube ich, so etwas, wo man sagt, das müssen wir auch noch mal stärker highlighten als Regionalverband. Auch darüber vielleicht werben und uns selber auch ein Stück weit mehr identifizieren, weil das sind wirklich Big Player und auch Leuchttürme für unseren Regionalverband. Und die gilt einerseits zu fördern, aber auch nochmal wertzuschätzen im Sinne, danke, dass ihr da seid. Alles klar, dann das, was du jetzt am Ende gesagt hast, knüpft auch noch an die eine weitere Frage im Bereich Wirtschaft an. Und zwar wäre da jetzt noch meine Frage, was wollt ihr denn jetzt konkret machen, um auch die Unternehmen zu unterstützen? Vielleicht auch im Hinblick darauf, ich meine, wir sind ja in der Großregion, was ist da vielleicht noch für ungenutztes Potenzial? Also was sind in dem Bereich eure Pläne? Vielleicht fängst du gerade an. Ja, gerne. Also gerade Großregion, was du ansprichst, wir haben hier in der Großregion ein Potenzial von 200.000 potenziellen Arbeitskräften. Und ich spreche jetzt nicht mehr nur von Fachkräften, sondern generell von Arbeitskräften. Dieses Potenzial wird meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend gehoben, weil die Menschen kommen eben nicht nur in unsere Region zum Einkaufen und zum Kulturgenießen, sondern das sind auch potenzielle Arbeitskräfte und hier liegt, glaube ich, noch ganz viel Potenzial. Zum Zweiten, dieses wirtschaftliche Kraftzentrum Regionalverband, das ja wirklich auch das Zentrum des Saarlandes ist, ist natürlich auch mein Bestreben, dass wir hier weiter diese Strahlkraft erhalten und dass wir Betriebe und Unternehmen dabei unterstützen, die sich erweitern möchten, die sich neu ansiedeln möchten. Und wir haben hier als Regionalverband ja auch mit unserem Flächennutzungsplan, mit unserer Flächennutzungsplanung haben wir da auch die Gestaltungsmöglichkeiten, selbstverständlich immer in Absprache mit den betreffenden Kommunen und Städten. Des Weiteren haben wir auch bei uns den Wirtschaftsförderverein, Wirtschaftsregion e.V., in dem ich selbst auch mit meinem Fachdienst schon viele Jahre Mitglied bin, mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten, gerade in Bezug auf die berufliche Weiterbildung. Das ist auch im Zuge der Transformation, die ja eben nicht nur den Stahlbereich betrifft, sondern die komplette Wirtschaft, auch ein Schlüsselthema der Zukunft, nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fit zu machen für die neuen Herausforderungen, die die Transformation mit sich bringt, also hier auch die berufliche Weiterbildung zu stärken. Ja, und zum anderen auch zu vernetzen, gerade auch in dem Verein der Wirtschaftsregion, eben auch mit Betrieben, mit Unternehmen, die sich hier ansiedeln möchten, die sich erweitern möchten. Und hier sehe ich den Regionalverband auch in einer hohen Verantwortung. Dann auch an dich die Frage. Ja, vielleicht mit dem letzten anknüpfend. Also ich glaube, der Regionalverband als solcher, auch als Verwaltung, engagiert sich ja auch für die Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V. Und ich glaube aber, dass man in dem Bereich durch, ich sag mal, Kompetenzen und auch Ressourcen in der Verwaltung, glaube ich, diesen Verein noch viel stärker unterstützen müsste. Weil ich glaube, jetzt gibt es da sehr engagierte Menschen, aber es ist vielleicht noch nicht genug an Manpower. Ich glaube, hier braucht es einfach viel mehr Kompetenzen, die man einerseits
vorhalten muss, aber auch, ich glaube, mehr in der Verwaltung auch nochmal zusammenziehen muss. Also ich würde mir ein Stichwort Kompetenzteam, war eben ein Aspekt angesprochen, das geht ja auch weiter mit der unteren Bauaufsicht, also wie kommen wir schnell an entsprechende Flächen, an Möglichkeiten, auch Genehmigungen zu bekommen, wie können wir es auch schaffen im Bereich Standortmarketing, auch vielleicht diese Firmen früher, aktiver anzusprechen, dass wir als Region auch Werbung für unsere Region machen, sondern komm hierher, hier ist der beste Platz quasi für dich anzusiedeln, vielleicht zu gründen oder zu wachsen. Ich glaube, das sind so verschiedene Aspekte, da müssen wir einfach als Regionalverband auch mehr noch tun, aktiver rangehen. Ich glaube, das Thema Service- und Dienstleistungsorientiertheit der Verwaltung, aber nicht nur der Verwaltung des Regionalverbands, sondern eben auch, glaube ich, Hand in Hand mit den Kommunen, weil das ist ja ein Thema für die Landeshauptstadt, das ist ein Thema für die Umlandkommunen, ob jetzt Püttlingen, Regelsberg, Kleinbittersdorf etc. Das heißt, wir müssen das, glaube ich, viel stärker, aktiver, gemeinsam entwickeln, vielleicht im Regionalverband auch mehr federführend, ohne dass man Angst haben muss, man zieht dann vielleicht den Kürzeren oder muss zurückstecken oder hat vielleicht dann einen Nachteil. Ich glaube, das sind Punkte, die wichtig sind. Was man auch erkennen muss, ist, glaube ich, dass auch das Thema Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, du hast das Thema Arbeitskräfte, Fachkräfte, wer kommt hierher, wer bleibt hier, wer findet vielleicht auch hier ein attraktives Wohnumfeld neben der guten Kinderbetreuung, um dann wirklich zu sagen, ich entscheide mich für den Standort Region Saarbrücken, weil hier habe ich ein tolles Umfeld, was es mir ermöglicht, wirklich gut und sicher und auch schön einfach zu leben und trotzdem hier zu arbeiten. Ich glaube, da müssen wir auch mehr nochmal das Thema Wohnen, bezahlbares Wohnen, auch vielleicht städtisches Wohnen in den Blick nehmen und vielleicht neue Modelle kreieren, dass man sagt, wir entwickeln vielleicht aus alten Gewerbeflächen auch in der Innenstadt einfach attraktive Wohnlagen und sagen, so bringen wir quasi die Menschen auch hierher, dass sie gerne hier leben. Und dann arbeiten sie auch vielleicht gern und mehr und öfter und länger hier. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, bei denen wir anpacken müssen, um damit auch die Wirtschaft und Wirtschaftskraft hier in der Region zu fördern. Ich denke ja auch an die sogenannten weichen Standortfaktoren. Ja? Also ein guter Arbeitsplatz mit guter Arbeit, guten Arbeitsbedingungen ist die eine Seite, aber es sind eben noch viel mehr Aspekte hier in die Waagschale zu werfen. Wo verbringe ich den freien Familiennachmittag? Wo sind schöne Orte der Naherholung im Regionalverband? Und diese Orte haben wir in Hülle und Fülle. Diese Orte der Kultur, sage ich immer, des Genusses, der attraktiven Freizeitgestaltung. Und diese Orte müssen meiner Ansicht nach stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, einer Strategie für Naherholung und Tourismus. Um eben gerade diese attraktiven Freizeitorte stärker ins Bewusstsein zu rücken und gerade diese weichen Standortfaktoren stärker zu vermarkten. Und das ist auch die Aufgabe des Regionalverbandes, der eben die Städte und Kommunen zusammenführen soll und hier eben eine übergeordnete Strategie entwickeln muss, wie man diese Orte heben kann, eben in eine Strategie für Naherholung und Tourismus. Ja, vielleicht da noch anknüpfend. Ja. Ich glaube, was man auch noch stärker in den Fokus nehmen muss, auch gerade bei uns in der Region und gerade mit diesem vielfältigen Angebot und dieser auch teilweise empfundenen widersprüchlichen Struktur, Landeshauptstadt und dann, ich sag mal, eher das ländliche Umland. Ich glaube, gerade das ist eben auch eine Chance. Und wenn man sich anschaut, was die Kreativ- und Kulturwirtschaft, was auch ein unterschätzter Standortfaktor ist, wenn man sich anschaut, was im Osthafen zum Beispiel passiert, in Saarbrücken, auch bundesweit, europaweit quasi bekannt. Das sind Dinge, ich glaube, da müssen wir auch den Blick mehr werfen auf diese eben Kreativwirtschaft oder Kulturwirtschaft, weil ich glaube, wenn man das schafft, dieses Juwel, was wir dort haben und in vielen Bereichen haben, wenn wir das auch stärker rauskehren, ist das sowohl ein Wirtschaftsstandort als auch ein identitärer Faktor für unsere Region, weil ich glaube, damit können wir das, was es schon Gutes gibt, auch gerade im kulturellen oder auch im ländlichen Raum, was die 365 Orte, die der Regionalverband ja schon als besondere Orte ausgezeichnet hat. Also ich glaube, wenn wir das noch mehr fördern, noch mehr heben, entstehen auch neue Wirtschafts-Kreativ-Standortfaktoren. Und wenn wir das alles bündeln und jetzt einfach anschieben, dann haben wir, glaube ich, ein enormes Potenzial auch an Wirtschaftskraft, an Strahlkraft auch für diese Region. Ja, vielen Dank dafür. Also ich denke, über das Thema Wirtschaft haben wir jetzt schon eine Weile gesprochen und ihr habt ja auch sehr viele, auf jeden Fall gute Vorschläge gebracht, was man in dem Bereich machen könnte. Jetzt würde ich gerne noch über einen anderen Punkt sprechen, und zwar
Klimawandel und damit einhergehen natürlich auch Energiekrise und generell mit dem Klimawandel einhergehen ja viele weitere Krisen. Und da wäre jetzt meine Frage, was ihr euch vorstellen könnt, auch gerade im Regionalverband eben konkret an Maßnahmen eben gegen den Klimawandel umzusetzen, auch eben auf die steigenden Energiekosten zu reagieren. Also mal da so einen Überblick, was da vielleicht so eure konkreten Pläne sind. Also ich denke, der Regionalverband ist beim Thema Umweltschutz die letzten Jahre immer sehr gut aufgestellt gewesen. Unsere eigenen Liegenschaften, seien das Schulgebäude oder seien das Gebäude der Verwaltung, sind, und da ist unser Bauamt sehr bemüht, energetisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Wir haben im Juni, also in wenigen Wochen, stellt der Regionalverband ein sogenanntes Solardachkataster vor für den gesamten Regionalverband, wo du dir angucken kannst, was dein Haus, also dein Dach des Hauses oder vielleicht dein des Elternhauses für Potenziale hätte, eben für PV-Anlagen, aber auch angeschlossen, was man für Energie einsparen könnte mit einer Wärmepumpe und so weiter. Man wird da auch die regionalen Handwerksbetriebe mit einbeziehen, indem man perspektivisch dort Verlinkungen auf der Seite platziert, wo man konkret auch Handwerksbetriebe vor Ort findet, die das auch umsetzen könnten. Also das wäre so ein Beispiel. Zum Zweiten gehört auch immer ein Blick in die Verwaltung, weil wir selber sind auch Vorbild. Und hier, denke ich, ist in den nächsten Jahren auch das Thema Flächennutzung der eigenen Liegenschaften ein Thema. Also wie können wir eine optimale Raumauslastung, eine Büroauslastung gewährleisten, gerade im Hinblick auf den Trend zu mehr Homeoffice. Das ist im Übrigen ein Trend, den auch die Verwaltungen auch auf Landesseite jetzt allmählich gehen. Ja. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, gerade im Zuge der Energiekrise und dem Bemühen, eben Energie einzusparen, weil das ja doch ein sehr wesentlicher Faktor ist. Und was ich mir auch immer sage, mit eigenem guten Beispiel voranzugehen, um das Ganze auch, dieses Thema, bei dem Thema authentisch zu bleiben. Also ich selber nutze auch Bus und Bahn. Ich vermeide Müll, erziehe meine Kinder entsprechend nachhaltig und lege da auch Wert drauf, selbst in gewisser Weise meinen ökologischen Fußabdruck, den ich zurücklasse, möglichst klein zu halten. Und ich glaube, dieses Thema Umweltschutz, sowohl was das Vorbild Verwaltung betrifft, als auch die Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger durch so ein Solardachkataster, als auch die eigene Rolle, die man auch, denke ich, immer wieder ehrlich reflektieren muss. Ich glaube, so kommen wir einen Schritt weiter. Ja, das Thema ist ja, ich sag mal, quasi mir auf den Leib geschneidert, weil ich ja als Geschäftsführer von der AG Solar und auch Sprecher, einer der SprecherInnen im Expertenteam Nachhaltigkeit der Landesregierung ja quasi tagtäglich mit zu tun haben. Was mir da auffällt und was ich quasi jetzt auch für den Regionalverband da mitnehmen würde, sind so 3-4 Punkte. Das eine ist natürlich Vorbild sein. Natürlich, der Regionalverband macht da schon viel und auch Gutes, aber ich glaube, gerade in dem Bereich nachhaltige Materialien, Lebenszyklusbetrachtung der Gebäude, Klimaschutz im Sinne von einer nachhaltigen erneuerbaren Energieversorgung, da haben wir schon noch ein paar Punkte, die wir mehr machen wollen. Als Beispiel auf jedes Gebäude des Regionalverbands oder an jede Fassade des Regionalverbands, deren Gebäude, gehört zum Beispiel mal plakativ gesagt eine Photovoltaikanlage. Also wir müssen zeigen, dass wir Strom überall erneuerbar erzeugen können. Ich glaube, aktuell haben wir auf 3-4 Dächern zunehmend das abgebildet, aber auf nicht allen Schulen beispielsweise, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Standort wäre, um auch zu vermitteln, hier geht es nicht nur um eine Technik, hier geht es quasi um auch ein neues Denken. Also wie kann ich quasi auch der jüngeren Generation auch schon vorleben und vermitteln, dass eben erneuerbare Energien, Energieversorgung, Strom, Wärme ganz wichtiger Punkt sind. An der Stelle noch angeknüpft, was, glaube ich, ein Schlüssel auch sein wird für die große Herausforderung Klimaschutz, Wärmewende. Du hast eben angesprochen, bezahlbare Energiekosten. Wie schaffen wir diese Transformation? Ist, glaube ich, das Thema Beteiligung. Weil es zeigt sich ja, wenn die Menschen, Kommunen beteiligt sind, auch finanziell, nicht nur ideell, sondern auch finanziell, dann schaffen wir auch eine Akzeptanz. Und ich glaube, wenn wir das schaffen mit einer guten Kommunikation, was vielleicht letzten Monat nicht so gut geklappt hat, wenn wir es schaffen, als Regionalverband auch Moderator zu sein, Initiator zu sein, sondern wir haben beispielsweise die größte Bürgerenergiegenossenschaft im südwestdeutschen Raum bei uns im Regionalverband, das ist die BEG Köllertal.
1400, 1500 Mitglieder, weil es zeigt, dass wenn Menschen sich beteiligen können, in dem Fall inhaltlich, aber auch finanziell einen Mehrwert haben, dann ist auch die Akzeptanz. Und wenn man sich das Bild mal vorstellt, wir haben an allen Schulen eine Beteiligung beispielsweise durch Bürgerenergiekraftwerk, dann wäre auch die Bereitschaft, auch das Kapital viel schneller und die Möglichkeit viel schneller. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, auch Stichwort Wärmeplanung. Du hast eben gefragt, bezahlbare Energie, bezahlbare Wärme. Und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel drin, wie schaffen wir es, dass Bürgerenergien, sowohl Strom wie auch Wärme, vielleicht auch kostengünstiger herzustellen. Und wenn man es jetzt wieder verknüpft mit dem Thema Wirtschaft, wie schaffen wir es zum Beispiel, dass auch die großen mittelständischen Unternehmen, die ja auch hohe Stromkosten haben, wie bringen wir das so zusammen, dass wir durch erneuerbare Energien, Wind, Solar, vor allen Dingen Solar, es schaffen, bezahlbaren Strom von Bürgern finanziert für die Industrie und den Mittelstand unserer Region zu schaffen. Das wäre, glaube ich, ein Ansatz, dann, das müssen wir stärker in den Fokus nehmen. Und vielleicht ein letzter Punkt noch. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn wir das nämlich nicht schaffen, dann wird der Klimaschutz, die Wärmewende, die die Kommunen jetzt auch umsetzen müssen, wenn wir das nicht gemeinschaftlich aktiv so angehen, dass jeder davon profitieren kann und sich beteiligt fühlt, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt die große Herausforderung und die große Verpflichtung, zu sagen, wir müssen hier Motor sein, wir müssen das vorantreiben, ganz aktiv, ambitioniert, sonst wird das ein ganz schwieriges Thema. Momentan ist ja in der saarländischen Landesregierung im Plenum die Anhörungsphase des Windenergieflächenbedarfsgesetzes. Die Voraussetzungen für dieses Gesetz wurden ja schon mit der Veränderung des saarländischen Waldgesetzes geschaffen. Und ich glaube, dieses Gesetz bietet auch für den Regionalverband nochmal einen großen Hausaufgabenkatalog, wenn es nämlich da auch darum geht, wie wir dieses Gesetz umsetzen im Zuge unserer Flächennutzungsplanungen. Und hier sehe ich auch genossenschaftliche Modelle durchaus als gute Möglichkeit, den Bürger von Anfang an auch zu beteiligen und die Akzeptanz auch für solche Windkraftanlagen, warum nicht, zu stärken. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt schon über sehr viele Herausforderungen gesprochen und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Also ich denke, an der Bandbreite an Themen, die wir besprochen haben, sieht man, wie groß wahrscheinlich auch die Herausforderungen sind, die dann auf den zukünftigen Regionalverbandsdirektor oder Regionalverbandsdirektorin zukommen. Ich hätte jetzt noch zum Ende hin eine andere Frage. Ihr habt eben schon das Thema auch Freizeitgestaltung angesprochen und so. Jetzt gehe ich mal von mir persönlich aus. Ich komme aus Illingen, also Landkreis Neunkirchen. Und immer, wenn ich dann so an den Regionalverband denke, denke ich so an Saarbrücken. Ich studiere in Saarbrücken. Also für mich ist so in meinem Kopf, ist so der Regionalverband eigentlich Saarbrücken. Aber ich bin mir sicher, dass der Regionalverband wahrscheinlich noch um einiges mehr zu bieten hat. Und ihr wart ja jetzt auch in den vergangenen Wochen im Wahlkampf wahrscheinlich schon gut im Regionalverband unterwegs. Und da wäre jetzt meine Frage, hättet ihr so einen Geheimtipp für mich oder so irgendwas, wo ihr sagt, okay, da musst du mal hin, das verpasst du. Vielleicht auch gerade jetzt für mich als jüngerer Mensch. Was würdet ihr sagen, wo müsste ich unbedingt mal hin hier im Regionalverband, völlig außerhalb von Saarbrücken selbst? Das wäre vielleicht noch so eine Abschlussfrage. Also ein Ziel könnte der Windringer Hof sein, in Klein-Plittersdorf mit Besichtigung der Windringer Kapelle. Das ist auch ein Ort der Kunst und Kultur im Regionalverband, ist auch mit ÖPNV erreichbar und mit einer anschließenden Wanderung durch den Bliesgau. Also man fühlt sich dort wirklich, wenn man nicht wüsste, wo man wäre, wird man denken, man ist im Urlaub. Und wir haben dorthin vor einigen Wochen eine Fachdienstexkursion mit meinem Team gemacht, bei unserem Teamtag. Und da waren wirklich alle ziemlich begeistert. Wir haben dort auch noch einen Biobauernhof besichtigt. Und ja, man kann da eine tolle Tagestour planen. Dann gehe ich mir auf die andere Seite quasi des Regionalverbands. Also wenn ich mir das Jagdschloss Karlsbrunn angucke, was ja jetzt auch gerade mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft, auch Mitteln des Regionalverbands, ich sag mal, aufwendig und auch sehr attraktiv saniert wurde, ist das, glaube ich, auch so ein Beispiel, dass es historische Orte gibt, die man quasi jetzt auch nochmal attraktiv gestaltet hat, aber vor allen Dingen geöffnet hat, auch nochmal mit einem interessanten Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Und es macht auch einfach Spaß, quasi sich in der Region nochmal umzuschauen. Also es gibt ganz, ganz viele Orte, auch bei mir im Heimatort. Wir kommen ja beide aus Riggelsberge. Wenn ich jetzt sage, okay, auch hier bei uns zu Hause gibt es Orte, die es einfach mal neu zu entdecken gibt und vielleicht auch mit einer neuen Brille
zu sehen gibt. Und da würde ich auch gerne mal die Saarbrücker einladen, kommt doch mal ins Umland. Das ist mit der Saarbahn ja auch gut machbar, weil ich glaube, da gibt es einfach so viel spannende, interessante, schöne, beschauliche, interessante und auch überraschende Orte, die gilt es einfach zu entdecken. Und ich glaube, da wäre es einfach unser Job, auch dafür massiv Werbung zu machen, sondern einfach auch Spaß und Laune dafür zu wecken. Alles klar, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Dann wünsche ich euch beiden viel Erfolg am 9. Juni bei der Wahl. Und ja, danke Dankeschön für die Einladung. Gerne. Dankeschön.